So, was haben wir hier? Urenu-Felder. Okay. Oh, Besuch. Willkommen. Bist du hier, um an unseren weltberühmten Furugawa-Führungen teilzunehmen? Aber natürlich, du hältst ja unsere Broschüre in der Hand. Die Führung beginnt gleich. Sie dauert etwa 5 Minuten und widmet sich der Geschichte und den Pflanzen dieser Insel. Danach kannst du all deine Freunden davon erzählen. Keine Sorge, nach dieser Führung gibt es keinen Souvenirladen. Bereit? Jo. Perfekt, dann fangen wir gleich an. Wie nicht viele kommen diese Insel besuchen, die meisten bevorzugen Attraktionen der Großstadt. Hier ist alles ruhig und friedlich. Das spiegelt sich auch in der Fauna wieder. Reisfelder und gesunde Wälder sind hier die Hauptattraktionen. Gehen wir weiter. Die kann man so schön jagen. Hier drüben. Die Reisproduktion hier ist wirklich beeindruckend. Die Arbeiter ernten rund um die Uhr, damit die ansässigen Familien nicht hungern müssen. Gerade ist aber niemand hier. Ich weiß nicht genau warum. Manchmal spiele ich in den Feldern, wenn ich frei habe. Aber das ist nicht so wichtig. Weiter zum nächsten Ort. Komm mir nicht zu nahe. Ist ja gut. Schöne große Bäume. Was sind das? Eichen wahrscheinlich. Man kann die Feuchtigkeit spüren. Ich meine, man kann sie richtig spüren. Dieser Eichenwald, sage ich doch, beschäftigt mich wirklich. Wir haben eine Verbindung, eine merkwürdige Verbindung. Um ehrlich zu sein, lasse ich diesen Teil der Führung meistens aus. Es wäre schön, wenn wir weitergehen könnten. Keiner, gut. Pilze. Der bei uns liebt Pilze. Wo wir gerade davon reden. Dieser Glücksbaum ist der Mittelpunkt der ganzen Insel. Wir wissen nicht, wann er gepflanzt wurde. Reisende aus aller Welt kommen mir her und hinterlassen kleine Nachrichten. Irgendwas, das ihnen das Leben erleichtert. Okay, hier endet unsere Führung. Wir von der Furugawa-Führung freuen uns über deine Teilnahme. Danke für deine Aufmerksamkeit und Geduld. Nochmal danke für deine Anwesenheit. Ein Trinkgeld ist immer willkommen. 50 Glimps werden angebracht. 50! Na gut, von mir aus. Wir sind ja anständig. Das ist großzügig. Ja, das will ich aber auch meinen, dass das das ist. Ich wusste, dass ich einen Nerv bei dir getroffen habe. Ich werde dich auf die Liste unseres Newsletters für weitere Führungen setzen. Viel Spaß bei der Weiterbildung. Danke für deine Liebenswürdigkeit. Oh Gott, noch so ein Schaf. Bären. Oh, was gibt's hier? Oh! Ah, ich komm da nicht hoch. Aber warte mal, da ist doch auch noch so ein Baum. Kann man sich da vielleicht rüber teleportieren? Den man irgendwie an dem Baum was macht? Kann man nichts machen mit. Na gut. Ja, dann holen wir uns mal ein paar schöne Eichen. Gut. Ja. Zu dunkel zu navigieren. Ja, dann. Dann gehen wir schlafen. Warten bis zum nächsten Morgen. Gute Nacht.
Was höre ich denn da? Francis. Ja, vollkommen mal wieder ein bisschen was. Schaden tut's nicht. So, jetzt habe ich hier Pilze gefunden. Pilze? Kann ich schon, kenne ich schon Pilze? Verdünstete Pilze. Nee. Dann werden wir jetzt mal ein paar Pilze dünsten. Yummy, yummy. Achso, und außerdem haben wir hier... Guten Morgen. Gleich nochmal, dass wir ein bisschen gießen. Und ich habe gesehen, dass unsere na komm schon hier unten kann ich nur Karotten anbauen. Ach was soll's, komm, eine Runde Karotte. Das Einzige, was ein bisschen unschön ist, wenn Francis da ist, man sieht dann einfach hier nicht, was da hinten dran passiert. Aber was soll's. Okay, was ist sie? Oh, meine Pilze sind fertig. Gegrillte Pilze. Stella? Ja. Oh. Als ich die Beförderung bei Global angenommen habe, dachte ich, dass es klappen könnte. Und ich hätte es auch fast geschafft. Ohne meine Krankheit hätte ich wirklich etwas bewirken können. Als ich aufs Land gezogen bin, musste ich mein Klavier und meine Nähmaschine überführen lassen. Und dann bin ich einfach dort geblieben, um möglichen Probleme aus dem Weg zu gehen. Überall bin ich den Macmillans über den Weg gelaufen. Chad wollte immer, dass ich mit ihm und seinen Freunden ausgehe, aber ich konnte ihnen nie ganz trauen. Das sind alles Deppen. nun, ich verwende den Begriff nicht leichtfertig. Wie wär's denn mit was zu essen? Taskaf? Bitte, ich kann nicht dasselbe Gericht zweimal hintereinander essen. Ja, das habe ich schon mal am Anfang gesagt. Ne? Das mögen die nicht. So sehr hasse ich mich nun auch wieder nicht. Ach komm. Kaffee kann man immer trinken. Ja, dann nimm ich hier einen Seelentröster. Über Seelentröster geht nahezu nichts. Ja, ich weiß. Du liebst das, ne? Ja. Und knuddeln, das magst du auch. So, gucken wir mal, wo hier die anderen alle sind. Arthur ist hier. Ich hatte mal wieder Hunger, also habe ich etwas dagegen unternommen. Ich bin von Bord gegangen und habe Bären gepflückt, aber ich habe es etwas übertrieben. Ich habe zu viele. Hier bitte. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Oh, das ist aber nett von dir. Kriegst du gleich ein paar. Da du eh Hunger hast. Und dann gibt es eine kleine Knuddelei. Wundervoll. Gut. Jetzt muss ich noch Summer finden. Wo ist denn Summer? Ist die da oben? Naja. Oh. Wie wäre es mit einer Mahlzeit, Stella? Ich bin am Verhungern. Ja, ist ja gut. Achso. Lieblingsessen und Nachtisch. Ich bin sehr traurig. Ja, warum? Ah, ist am Verhungern. Was magst du? Nachtisch. Habe ich einen Nachtisch für dich? Nee. Aber gegrillte Pizza. Na, immerhin dann wieder neutral. Schon mal was.
Ich muss gucken, dass ich die Kombüse upgrade. Kann ich nämlich dann Salate für sie basteln. Das mag sie nicht am liebsten. Okay. Ah ja, genau. Ja. Das ist was Cooles. Das gucken wir uns jetzt an. Und ich sollte mal hier, glaube ich, ein bisschen Gitarre spielen. So. Und wen haben wir hier? Hä? Na? Willkommen bei einer meiner berühmten Bushaltestellen. Ich habe sie entdeckt, deshalb gehören sie mir. Und zwar alle. Mein Name ist Alex. Es ist ein wunderschöner Name. Der beste Name. Nenn mich aber nicht Alexander. Pfui, das ist ein widerlicher Name. Ein widerlicher Name für widerliche Leute. Wo war ich? Oh, ja, ich bin Alex und ich werde dein Busfahrer sein. Ich war nicht immer ein Busfahrer. Früher war ich ein Buchhalter. Zahlen liebte ich so sehr. Doch jetzt fahre ich dich hin und her. Töff, töff. Nein, Moment, das wäre ein Zug. Das hier ist eine Bushaltestelle und ich bin dein Fahrer. Möchtest du irgendwo hinfahren? So, und jetzt ist nämlich genau die Geschichte. Also hier könnte man die Musik ausmachen, wenn die einen nervt, aber ich finde die witzig. So, und jetzt habe ich hier alle diese Bushaltestellen nämlich freigeschaltet. Und da kann man jetzt instant zwischen diesen ganzen Bushaltestellen hin und her hüpfen. Mach ich jetzt gerade nicht, denn will ich gerade nicht. Aber ja, das ist also eine coole Geschichte, die wir also auf jeden Fall noch brauchen. Und jetzt sehe ich gerade hier, dass wir ein bisschen wässern müssen. Und dann so, als erstes werde ich jetzt noch ein Stück weiterfahren. Und dann ist da oben nämlich mein Flachs fertig. Ich habe jetzt so fleißig da Gitarre gespielt, dass der Flachs jetzt da oben fertig gewachsen ist. Und damit kann ich jetzt dann genug Fasern machen. So, ich will mal gucken. Faden. Ich habe hier Fäden. Damit wollte ich für dich Stoff weben, aber ich kann sie dir auch geben, wenn du es selbst tun möchtest. Möchtest du die Fäden? Ja, bitte. Bitte. Oh, jetzt gibt es erst noch mal kurz ein kleines Intermezzo. Bevor wir dann wieder ein paar Fäden basteln. Wir brauchen eigentlich Stoff, glaube ich. Oho, Eisen. Nice. Jetzt muss ich aber erst nochmal gucken. Was brauche ich denn, um das die Kombüse abzugraden? Was fehlt mir denn noch? Stoff, Leinenstoff, 12 Leinenstoff. Okay, dann gucken wir mal, dass wir jetzt 12 Leinenstoff produziert kriegen. Eigentlich müsste das jetzt gehen. Erstmal ein paar Leinenfäden produzieren. So. Jetzt produzieren wir mal ein bisschen Stoff. Sieh an. Ah, besser getroffen. Das ist nicht mehr ganz so einfach, hier das perfekt zu treffen. Nicht einmal habe ich es getroffen. Na egal. Du bist ein Naturtalent, das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Du bist nun eine Meisterin. Mehr kann ich dir darüber nicht beibringen. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich es selbst mal gerne ausprobieren. Das wird mir auf jeden Fall dabei helfen, mich etwas zu entspannen. Ja, mach nur. Aufgabe erfüllt, da schicken wir dahinter. Aha. Die Kombüse auffüllen kann ich jetzt machen. Profitbier, BMB.
Profit Gear GmbH mal später. Ah, die Sommers Zuflucht. Was bräuchte ich denn dafür eigentlich? Da bräuchte ich auch nicht mehr viel für, oder? Eichenbretter, okay, und Kalkstein. Kalkstein. Jetzt gucken, wo ich Kalkstein herkriege. Aber Eichenbretter müsste ich jetzt sägen können, aber der Kalkstein fehlt mir halt noch. Jetzt machen wir erstmal die Kuhgemüse. So, sehr schön, upgraden. Tada! Mais. So. Jetzt müsste eigentlich Arthul kommen. Stella. Aha. Ich wollte noch über etwas anderes mit dir reden. Ich bin mir immer noch sehr, dankbar dafür, dass ich in dieser wundervollen Kajüte wohnen darf. Aber ich muss schon sagen, dass sie sich etwas leer anfühlt. Du kennst mich ja. Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit sinnlosem, kitschigem Tand umgeben. Aber aus einem Haus wie diesem könnten wir etwas ganz Besonderes machen. Etwas Einzigartiges, stilvoll und gemütlich. Was meinst du? Es könnte helfen, das Haus etwas aufzuwerten. Sagenhaft. Ich überlasse es dir. Keine Eile. Na, klar. Oh, warte mal, da ist noch irgendwie eine. Brief habe ich noch gekriegt. Lieferschmaus-Flyer. Hier. Nein. Ja. Geschätzte zukünftige Kundin, ich bin Madison vom Lieferschmaus. Wir bieten gerade eine Sonderaktion für unseren neuen Essenslieferdienst an. Komm uns in Hummingbird besuchen, um alles darüber zu erfahren. Jemand von unserem Verkaufsteam wartet dort auf dich. Schöne Grüße, Madison. Aha. Essenslieferdienst. Ah ja, jetzt habe ich hier nämlich zwei Slots zur Verfügung. Und jetzt kann ich Sachen kombinieren. Ich müsste mir mit Arthul was darüber erzählen, oder? Wo ist er denn? Pennt er schon? Ah ne, da ist er. Kann ich nicht reden. Jo. Dann probiere ich es einfach. Also zum Beispiel Mais mit... Ah, man sieht jetzt hier. Mit Kaffeebohnen kann ich es nicht kombinieren. Was sieht man, mit was man es kombinieren kann? Kaffeebohnen kann ich mit gar nichts kombinieren. Was ist eigentlich damit? Sägespäne, ja. Dass ich die nicht mit Essen kombinieren kann, ist okay. Also Mais kann ich jetzt kombinieren mit irgendwelchen Fischsachen oder mit Gemüse zum Beispiel. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na gut, Popcorn ist auch nicht schlecht. Falsch geklickt. Ich möchte das da mit dem da. Einfach mal zum Ausprobieren. Okay. So, braucht ein bisschen Netz. Muss ich mal gucken nachher. Ich wollte noch Dings machen. Bretter. Und zwar Eichenbretter. So, Eichenbretter sind ein bisschen komplizierter, schwieriger vom Muster her zu machen. Da muss man also mehr Aktion machen als bei den Ahornbrettern, aber geht auch einigermaßen. Mit ein bisschen Üben. Am Anfang habe ich da auch mal so meine Schwierigkeiten mit. Aber da man, wie gesagt, ja die Ressourcen beliebig viel sammeln kann, braucht man vielleicht ein bisschen länger, um dann entsprechend Bretter zu haben, die man braucht. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich an den Schwung und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. So, das müsste jetzt eigentlich passen mit den Brettern, aber jetzt brauche ich wahrscheinlich dann noch immer noch den, genau, die Kalksteine. Bretter habe ich jetzt genug, aber Kalkstein fehlt noch. Wie sieht es hier aus? Ah ja, das ist bald fertig. Können wir mal gucken, was wir da für ein Rezept kriegen. Getreidesalat. So, dann nehmen wir mal Mais mit, keine Ahnung, Fisch. Ein
kann man hier schon wieder wässern. Und dann will ich mal gucken, ob ich oben noch was anbauen kann. Feld. Tee. Oh. Oh, so ein Teechen. Ne? Reis. Aha. Hübsch, was man da so alles findet. Hm? Och, noch Flachs dazu. Und nicht vergessen, gießen. Gut, was macht mein Gekoche? So, was haben wir jetzt? Fischcurry. Aha. Und dann machen wir das Ganze noch mit einer Garnele. Also mit einem Krebstier. Immer schön alle Kombinationen ausprobieren, um die ganzen Rezepte zu kriegen. Pling! Ein Topf aus dem Süden. Ah. Und es ist morgen. Können wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Mount Toroyama. Was haben wir hier? Die Washima Hinterland. Keine Ahnung. Fahren wir mal hier. Gucken wir mal, was wir da kriegen. So, geklingelt habe ich. Ah, jetzt sieht gut aus. Das hast du aber schnell erledigt, Keimling. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine gute Kombüse ist eine gute Investition. Du wirst schon sehen. Das wirst du nicht bereuen. Versprochen. Ha, und mein Magen wird es auch nicht bereuen. Danke. Genau, dein Magen. Er denkt wieder mal nur an seinen Magen. Egal. So, so was hatten wir jetzt? Wir hatten Fisch, wir hatten Krebstier. Da machen wir noch Schalentier noch. Könnte eine Paella geben. Guten Morgen. Guten Morgen, Hohnbienchen. Aha, Gwen kriegt. Du kriegst einen Kaffee. Das nenne ich mal einen perfekten Kaffee. So, jetzt kommt Sam. Ah, Iwashima. Hinterland. Jetzt kommt erstmal. Achso. Mhm. Ja, ja. Die hat noch keinen Hunger. Mein Magen knurrt. Wie ich sehe, hast du mal neue Geräte in deiner Kombüse. Damit kannst du eine ganze Armee verpflegen. Ich brauche einen kleinen Muntermacher. Etwas, das Energie für ein paar Stunden liefert. Vielleicht Schweinekotlets. Wenn ich meine Küche hätte, meine Gewürze von zu Hause und den Markt, könnte ich etwas zaubern. Ich weiß einfach nicht, was sich hier machen lässt. Du wirst wohl improvisieren müssen. Darum geht es beim Kochen letztlich. Lügen, die dich danach nicht verfolgen. Weisen Worte deiner Urgroßmutter. Sie war eine echte Dame. Schweinekotlets. Ach ja. Ortsverband. Okay, also er will auf jeden Fall Schweinekoteletts, ja, aber das ist jetzt mir eigentlich ziemlich irgendwie, ne? Also jetzt mal gucken, ob ich noch was. Ah, hier fertig. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Paella, ja, genau.